So, meine Freunde, ich glaube, wir haben bald alle Lebensmittel durch, die man fermentieren kann. Und deshalb schnappen wir uns jetzt das allerletzte Lebensmittel, glaube ich, was ich auf diesem Kanal noch nicht gefilmt habe. Und zwar Pilze. Ja, wir legen heute Pilze ein und dann gibt es komplett neue Videos von mir. Nee, so schlimm ist es ja hoffentlich nicht. Euch gefallen ja die Fermentiervideos immer sehr. Und ich wollte euch einfach nochmal mitnehmen, weil man mit Pilzen auch richtig viel machen kann. Und ich hoffe, das gibt euch wieder eine neue Idee oder eine neue Inspiration. Also viel Spaß mit dem Rezept. Die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten nochmal in der Infobox. Also wir schnappen uns unsere Pilze, waschen die erstmal und vierteln oder halbieren sie, je nachdem wie groß sie sind, und geben sie alle einfach in einen Topf. Anschließend übergießen wir das Ganze mit 1 Liter Wasser und lassen die Pilze erstmal kurz aufkochen. Dann bildet sich oben währenddessen so ein Schaum, den streichen wir einfach ab oder ziehen ihn am besten ab, so gut wie es halt geht. Und geben jetzt halt noch 2 Teelöffel Salz und Zucker in den Topf mit hinzu und dann den ganzen Pilzesud für so circa 10 Minuten durchkochen lassen, bis die Pilze eben schön durch sind. In der Zwischenzeit geben wir in unsere Einmachgläser jeweils ein bisschen Apfelessig, je nachdem wie sauer ihr es mögt, ein bisschen Zwiebeln, eine zerstampfte Knoblauchzehe, am besten noch mit der Schale tatsächlich, also findet da am besten Bio-Knoblauch in dem Fall, dann einen halben Teelöffel oder einfach so, ja, eine Prise von frischen Pfefferkörnern, noch nicht vermahlen, und noch so 1 bis 2 Lorbeerblätter, je nachdem wie groß eure sind. Die gekochten Pilze verteilen wir jetzt halt gleichmäßig in unseren Einmachgläsern und sobald das geschehen ist, übergießen wir das alles mit unserem Pilzesud und füllen dabei unsere Einmachgläser so weit voll, wie es nur geht, also möglichst wenig Luft zwischen Deckel und der Oberfläche lassen und danach einfach Deckel ganz feste zuschrauben und das Ganze über Nacht oder einfach 12 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen, am besten in eine Decke das Ganze einwickeln und sobald es dann eben auch abgekühlt ist, das Glas am nächsten Tag in den Kühlschrank stellen und nach 3 Tagen ist es schön durchgezogen und ist schon verzehrbereit. Und ungeöffnet halten euch eure marinierten Champignons oder welche Pilze ihr auch benutzt, mehrere Monate problemlos im Kühlschrank. So, meine Lieben, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Oma hat mir, wie gesagt, das beigebracht und sie hat es mir eben auch gezeigt. Ich habe euch da eben mitgenommen und gefilmt, wie sie es gemacht hat. Ich hoffe, wie gesagt, ihr könnt daraus einen Mehrwert mitnehmen für euch selber. Lasst mir gerne da, was ihr am liebsten fermentiert und wie ihr es fermentiert. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer, ihr findet einmal von mir einen kostenlosen PDF-Guide in der Infobox. Da erzähle ich euch alle meine Tipps, teile ich alles mit euch, was ich gelernt habe in meiner ganzen Fermentier-Journey. Und dann könnt ihr euch da auf jeden Fall nochmal schlau machen. Ansonsten findet ihr, wie gesagt, immer viele weitere Rezeptideen bei meiner gesunden Rezepte-Playliste. Ja, und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer auch, ihr wisst, wo ich zu finden bin. Also bis dahin, meine Lieben, für die.